Ja, willkommen zurück. Und ja, heute lüfte ich mal das Geheimnis. Ich habe wieder zwei Sättel ausprobiert. Und der erste Sattel, da habt ihr schon von mir gehört, den hatte ich ja auf der Velo 24 testen dürfen. Und zwar auf dem Riese und Müller, der sogenannte Celle Royale Looking 3D. Und der hat mir ja sehr gut gefallen. Ja, und den Sattel habe ich jetzt auch intensiv getestet. Und habe mir noch danach einen zweiten Sattel zugelegt. Und den ebenfalls intensiv getestet. Und was bei diesen beiden Sätteln und Tests rumkam, das zeige ich euch gleich. Bis dann. Und jetzt kommen wir mal zum ersten Sattel. Und zwar zu diesem hier. Zu dem Celle Royale Looking 3D. Den hatte ich mir geholt, gebraucht, weil ich musste ja erstmal sicherstellen, dass der auch was taugt. Und ja, den habe ich jetzt intensiv getestet, diesen Looking 3D. Und der gefiel mir ja total gut auf der Velo. Ja. Da habe ich ja schon direkt gemerkt, oh, das ist ein super Sattel. Ja, jetzt habe ich aber tatsächlich mal mehrere Touren damit gefahren. Und musste traurigerweise feststellen, dass ab 40 Kilometer bei meinem Gewicht mit 93 Kilo der Sattel leider meinen Popo ein taubes Gefühl verpasst. Das heißt, er funktioniert nicht so, wie ich das gehofft habe. Auf Kurzstrecken, also 10, 20, 30 Kilometer, alles schick, alles schön. Aber ab, ja, doch nach 30 Kilometern fängt dieses taube Gefühl an. Und das zeigt mir, dass hier meine Gefäße abgeklemmt werden, dass der Sattel zu weich ist. Und das hat mich halt sehr, sehr frustriert. Und trotzdem habe ich aber der Firma Celle da nochmal eine Chance gegeben und hatte auch dann die Firma Celle kontaktiert und nachgefragt, hört mal, ich habe hier den 3D mir angeschafft, was könnt ihr mir empfehlen? Und dann hat die Firma Celle gesagt, tja, da hätten wir noch ein besseres Modell, nämlich das aktuelle Modell, auch aus der Looking-Reihe. Und das zeige ich euch jetzt mal. Und das ist dieses Modell hier. Das ist der Celle Royale Comfort bzw. Looking. Es gibt jetzt mehrere Namen dafür. Einmal Looking Moderat, so steht er auch auf der Homepage. Und dann gibt es noch einen Namen bei Amazon, der nennt sich Looking Comfort. Und das ist der perfekte Sattel. Hier ist das Gel ähnlich weich wie bei dem anderen Celle Royale Sattel, aber nicht so weich und vor allen Dingen, es hat breitere Auslaufzonen und hier auch nochmal eine spezielle Verstärkung. Und mein Gewicht, das ist nämlich das Entscheidende, das habe ich nämlich auch von einem Fahrradhändler erfahren, das Gewicht muss optimal verteilt werden. Und dieser Sattel verteilt mein Gewicht, ich wiege 93 Kilo und habe eine Knochenbreite oder Sitzknochenabstand von 12,5 cm. So optimal, dass keine Gefäße bei mir abgeklemmt werden und ich auch lange Touren fahren kann, ohne dass ich hier mit dem Gesäß Probleme bekomme. Und das ist der absolute Top-Sattel für mich jetzt in Zukunft. Heißt also, egal auf welchem Fahrrad ich fahren werde, der Sattel wird mitgebracht und mitgenommen und ausgetauscht. Das ist mein absolutes Highlight und am liebsten würde ich direkt noch einen kaufen, damit, falls der mal kaputt gehen sollte, ich nämlich hier direkt eine Alternative habe, die ich dran montieren kann. Ja, dann hat auch hier der Celle Royale. Übrigens, ich zeige es euch mal, hier unten ein Clip. Den kann man rausnehmen und dann hat man auch die Möglichkeit, den kann man rausnehmen und dann kann man hier nämlich dementsprechend von Celle Royale spezielle Saddlebags nennen die sich, das sind also Satteltaschen, kleine bis 2 Liter. Ich habe auch eine gesehen, extra large in 7 Liter nachbestellen, kosten so um die 30 Euro. Und das werde ich auch noch machen, dass ich mir hier noch eine spezielle kleine Satteltasche kaufen werde, wo ich dann halt Schlüssel und Portemonnaie immer reintun kann und schnell dann entnehmen kann. Ja, außerdem hat der Sattel hier nochmal extra auf Federungselemente, wie ihr sehen könnt. Das hat nämlich hier der Looking 3D nicht gehabt. Was für mich aber auch erstmal kein Problem darstellte, weil der Looking 3D ansonsten sehr komfortabel war. Aber
der Looking Moderat, der hat diese Federungselemente nochmal und das spürt man auch während des Fahrens, dass es da nochmal zusätzlich abgefedert wird. Auch wenn ich jetzt hier nochmal eine extra Sattelstütze habe, aber man kann nie zu viel zu Komfort haben. Deswegen hier bin ich echt happy, dass es so super klappt mit diesem Sattel. Und dann soll dieser Sattel auch noch eine Besonderheit haben und zwar, er soll kühler halten im Sommer, wie die normalen Standardsattel. Ich hatte noch nie Probleme mit einem heißen Sattel, es sei denn, es war ein Ledersattel und er stand vielleicht in der Sonne und war dann natürlich aufgeheizt. Ansonsten hatte ich bis dato, ist mir das nie aufgefallen, dass ich hier mal einen zu heißen Sattel habe, aber dieser Sattel, der soll auch irgendwie durch den Kunststoff bedingt oder vielleicht durch die Dinger, ich weiß es nicht, irgendwie auch ja, kühler halten, den Sattel. Und ja, das ist mein absoluter Traumspitzensattel. Also bei mir kommt nichts anderes mehr drauf. Auch wenn ich diesen Sattel jetzt selber gekauft habe. Und ich habe noch was erfahren. Und zwar habe ich nämlich auch von SQL Lab auf der Seite mal was gelesen. Und das war nämlich auch sehr, sehr interessant. Und zwar geht es nämlich da um die Fahrradergonomie. Und zwar, es gibt drei wichtige Punkte, damit man ein perfektes Fahrradvergnügen hat. Und zwar, zum einen ist das der Sattel. Der muss auf der richtigen Höhe sein. Er muss das ganze Gewicht verteilen, optimal und richtig. Dann gibt es der zweite Punkt, die Griffe. Ne? Wenn man dementsprechend, so wie ich, auf 60 Grad vorgebeugt fährt, dann muss auch hier die Gewichte verteilt werden. Sonst hat man nämlich einschlafende Hände bzw. kribbelnde Hände. Und das will ja auch keiner. Deswegen muss man hier auf diese Schmetterlingsgriffe, wenn man solche Probleme hat, zurückgreifen. Und da werde ich mir noch, ich habe hier die Ergon, mit denen bin ich eigentlich auch super zufrieden, aber ich werde mir auch noch zukünftig die von SQL Lab, die 702er, werde ich mir zulegen und gucken, ob die vielleicht noch einen Ticken besser sind. Ne? Weil die haben sich ja extra drauf spezialisiert. Ja, und dritter Position ist natürlich auch die, wie man in die Pedale tritt und dass man das alles in der richtigen Höhe macht, damit man keine ja, einschlafenden Beine bekommt oder Knieschmerzen oder sonstiges. Das hatte ich ja auch ganz am Anfang gehabt mit meinen Touren, dass ich hier den Sattel auf der falschen Höhe hatte und dadurch dann bei einer Tour sehr starke Knieschmerzen bekam, bis mir dann jemand gesagt hatte, nee, du musst gucken, dass du das alles auf Hüfthöhe hast und das Knie darf nicht über die Fußspitze ragen, wenn es dann parallel steht. Ne? Das hatte ich dann soweit alles eingestellt und dann hatte ich das Problem ja damals auch schon direkt behoben. Aber jetzt, ich habe meinen perfekten Sattel, Freunde. Jetzt ist es schick, jetzt ist es super schick. Ja, und eine Kleinigkeit habe ich noch total vergessen. Und zwar ist mir gerade eingefallen, ich möchte euch ja noch zeigen, dass ich auch für meinen Helm ein Upgrade gemacht habe. Und zwar, ihr habt vielleicht noch die Fahrt in Erinnerung, Märkische Schweiz, klingelt da etwas? Ja, da hatte ich ja dieses Mücken- und Fliegen- und Bienenproblem. Auf der Strecke generell, auch danach. Und habe mal im Internet geschaut, was ich so dagegen tun kann. Und habe dann ein Inlay gefunden von Cleantex, so nennt sich das Ganze. Und habe das Ganze mal in meinem Senna-Helm dementsprechend fixiert. Weil es hält nämlich auch hier mit Klettverschluss. Und der Klettverschluss, den habe ich ja sowieso am Helm. Na, das ist jetzt ein Inlay, was vorne, hier könnt ihr sehen, vorne schützt, so dass da keine Fliegen mehr oder Insekten an meinen Kopf können und fährt sich auch deutlich angenehmer, weil ich hatte immer das Problem, dass genau in diesen drei Ritzen hier dann die Fliegen, weiß ich was, Zeug in meine Haare geriet und dann hatte ich immer dementsprechende Panik und musste anhalten, Helm abnehmen und jetzt habe ich mir dieses Inlay hier reingemacht, ist auch gepolstert hier an der Seite. Vorne ebenfalls, hinten auch. Das reicht optimal. Und seitdem ich dieses Netz hier benutze, sind mir keine Insekten mehr ins Haar gekommen, so dass ich anhalten musste und Panik haben musste. Was habe ich jetzt im Haar? Ist es vielleicht eine Biene? Nein, habe ich nicht. Ja, kann man einfach, wie gesagt, mit Klett, wenn der Helm schon Klett hat, kann man es einfach reinkletten und perfekt drin ist es. Jo, das war jetzt nochmal der gratis Tipp von E-Bike Tom, wie man seinen Helm so ein bisschen aufpimpen kann und das Problem hat da mit dem Insektenflug, weil das ist mir ja natürlich auch über Wochen noch, wo es so schön war, jetzt auf den Nerv gegangen.
Aber jetzt habe ich das Problem auch gelöst und tippitoppi. Dann, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr noch keine Abonnenten seid, abonniert doch meinen Kanal, um keine weiteren Tipps und Tricks von eBikeTom zu verpassen. Es grüßt euch, euer Tom. Bis dann. Ciao.